Ist das Wade oder was? Ja, die Wade. Oh ja, da, genau da. Ja, da. Gib mal Eis bitte. Leute, es ist offiziell. Die Waschmaschine frisst seit gestern Socken. Ja, mir fehlt auch eine. Wir waren mit Waschen dran? Keine Ahnung, ich habe gestern eine Maschine angemacht. Ich habe vorgestern. Nein, nicht auf mich. Das ist ja 5 Wochen alt. Was Tanja gewaschen hat, ist nicht schief gegangen. Genau, Mama, kannst du dich bitte wieder? Komm nicht in Frage. Find ich's weg und ich bin wieder 24 Stunden Ärztin. Aber es war alles viel einfacher, als du nachmittags noch hier warst. Ja, es haben wirklich alle weniger gestritten, als du dabei warst. Ja, es ist ja nicht nur die Wäsche, sondern auch ein Kühlschrank. Da waren immer so leckere Sachen. Und du kennst ja meine Lieblingsjeans und dass ich die brauche. Ja, Ende der Diskussion. Jeder trägt sich in diesen Plan ein und es ist schlimm genug, dass ihr euch 5 Wochen lang auf mich verlassen habt. Tanja, gab's Post für mich? Ja, wollte ich dir gerade auf die Treppe legen. Aber das war das letzte Mal. Ja, wieso? Ich sortiere das nicht mehr für dich. Sagt, dass ihre nagelneue Freundin das kostbare Teeservice kaputt gemacht hat. Ich hab's ihr noch nicht gebeichtet. Warum nicht? Mein Plan war doch wasserdicht. Jemals, sie hat sich so gefreut über die Nachricht und... Dass sie endlich eine Frau gefunden haben, die es mit ihnen aushält? Ja. Naja, ich bin auch eben fotogen. Das sind Sie unbestritten, Frau Thiel. Dann sind wir jetzt also verlobt? Tja. Sie machen dieser umwerfenden Frau einen Antrag im Wartezimmer? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich kenne Sie nicht. Ich bin ihr Ex. Aber vielleicht feiern wir heute auch ein Comeback, jetzt, wo ich dich gefunden habe. Ja, darf ich vorstellen? David Pankow, Timo von Hatzfeld. Timotheus von Hatzfeld. Darf ich raten? Radiologe, so arrogant, wie Sie rüberkommen. Dann hoffen wir mal, dass Sie nie einen brauchen. Sind Sie vom Fach? Fußballmannschaftsarzt. Also Masseur. Was machst du hier? Können sich auch nicht immer alle auf mich verlassen. Ja, ich meine, findest du, dass ich dich in den letzten Wochen nicht genügend unterstützt habe? Nein, ich bin selber schuld. Wenn man zu Hause ist, dann macht man eben automatisch Dinge mit. Ja, ich meine, das wäre mir doch auch passiert. Ja, das hätte ich an deiner Stelle jetzt auch gesagt. Wie jetzt? Also entschuldige, ich kann das auch beweisen, dass es anders ist. Ja, bleib ich halt mal zu Hause beim nächsten Mal. Das nächste Mal? Ja, wenn es Probleme gibt. Mit einem eigenen Kind? Nee, mit den großen Kindern. Ach so, dann habe ich dich falsch verstanden. Vergiss es. Der hier ist von Finn. Ah. Ja. Ach, sie wäre süß. Oh, da sind ja 4 drauf. Vermisst uns eben auch ein bisschen. Ja. Es wäre aber schon schön. Noch ein Kind. Wir beide. Wie? Sie nicht? Nee. Richtig Schmerzen, Caro. Caroline. Die Abkürzung mag ich nicht mehr. Caroline. Ich finde einfach nicht raus, was mit mir los ist. Im Moment geht's die Schmerzmittel wirken. Was hast du genommen? Paracetamol. Jetzt guck mich so. Ich kenne dich gut, David. Ich weiß genau, wie lasch du mit Tabletten umgehst. Oh, komm schon, nicht die alte Leier. Ich find's immer noch unverantwortlich, wie du mit Methylphenidat deine Leistung gesteigert hast. Dieses Medikament ist für ADHS-Kranke. Ich bin damit einfach durch die Uni gekommen. Super Konzentration, keine Müdigkeit. Wenn du von mir behandelt werden willst, dann versprich mir, dass du nichts nimmst, ohne es mit mir vorher zu besprechen, okay? Warum verlobst du dich mit so einem arroganten Wichtigtour? Das geht dich nichts an, David. Zeigst du mir, wo es weh tut? Im Nacken. Und manchmal tut es auch beim Schlucken weh. Oh. Kopfschmerzen, Muskelverspannung. Ich habe auch sofort an HWS-Syndrom gedacht. Vorhin im Training mit den Jungs, da habe ich mich irgendwie unglücklich verdreht. So Schwindelgefühle oder Nervenprobleme in den Armen? Eben nicht. Das mit den Halsschmerzen beim Sprechen, das passt auch nicht. Ich kann jedenfalls nichts erkennen. Ich vermisse dich. Dann hättest du dich nicht trennen dürfen. Wer ist denn von Rostock nach Eisenach ins Krankenhaus gegangen? Schon mal was von Fernbeziehung gehört. Wie unsexy. Aber jetzt, wo ich wieder in deiner Nähe wohne?
Ich ziehe Dr. Kleist hinzu. Gerne. Hauptsache, der Schnösel bleibt mir vom Hals. Boah, jetzt geht er mal weg. Was ist denn da los? Ach, die Tastatur kann aber nichts dafür, Timo. Nein, aber sie ist die Einzige, die meine schlechte Laune aushält, ohne kaputt zu gehen. Kann es sein, dass... Ich will nicht darüber sprechen. Wenn Sie dran ersticken wollen, bitteschön. Es passt mir einfach nicht, wie dieses gestylte Bürschchen um Frau Thelen herumscharwenzelt. Und das ist so, weil... Dann sag ich's eben, weil Ihnen Frau Thelen alles andere als egal ist. Genug geplaudert. Wer ist der Nächste? Herr Fuhrmann, Überweisung von Dr. Brahm. Dankeschön. Warum ziehst du nicht einfach ein? Du meinst, weil ich seit Monaten sowieso jede Nacht hier bin? Nee, weil ich die Miete abknüpfen will. Oh, ertappt. Ist das nicht ein bisschen gewagt, nach einem halben Jahr schon zusammenzuziehen? Ich meine, in unserem Alter? Im Gegenteil, uns bleibt schließlich viel weniger Zeit. Ich hab Macken. Irgendwelche, die ich noch nicht kenne? Schade, dass ich dich nicht schon viel früher kennengelernt habe. Geht mir genauso. So viel, was ich gern mit dir erlebt hätte. Ach. Was ist? Na, irgendwie ist mir komisch. Aber du würdest es mir sagen, wenn es was Schlimmes ist, oder? Ja. Und zu deiner Beruhigung, ich bin nachher sowieso bei meiner Ärzte. Bist du schwanger? Wäre das ein Problem? Denn überhaupt nicht. Ich würde mich freuen. Unspezifisches Krankheitsbild. Schluckbeschwerden, Nackensteife, kein auffälliger Tastbefund, kein Fieber, kein Schleudertrauma. Ich schlage eine Untersuchung des Rachenraums und eine Röntgenaufnahme der HWS vor. Du willst mich zu dem Schnösel schicken? Verstehe. Deshalb die zweite Meinung. David, es geht um deine Gesundheit, nicht um irgendwelche Animositäten. Also ich weiß nicht genau, was zwischen Ihnen beiden abläuft, aber ich denke, eine weitere Einschätzung wäre durchaus angebracht. Herr Kollege, ich habe viel über Ihre diagnostischen Erfolge gelesen. Ich bin Sportmediziner. Internist? Orthopäde. Ah, deshalb. Ich würde gerne, dass Sie den Mund öffnen, damit ich mir Ihre Tonsillen anschauen kann. Die Mandeln sind leicht vergrößert, aber ansonsten unauffällig. Die Rachenwand kann ich nicht genau beurteilen. Ich würde ihn zum HNO-Arzt überweisen und auf jeden Fall noch ein ausführliches Blutbild machen. Was vermuten Sie denn? Nun, bei den Symptomen könnte es ein Retropharyngealabszess sein. Ich erinnere mich vage aus dem Studium. Ein Abszess im hinteren Bereich des Rachens, dann strahlen die Schmerzen bis hierhin ab, richtig? Mhm. Muss der Abszess operativ geöffnet werden? Wenn sich der Verdacht bestätigt, ja, und zwar zeitnah. Es wäre fatal, wenn sich der Abszess von selbst in die Atemwege entleert. Aber es kann ja auch was anderes sein. Ja, trotzdem würde ich gerne das Naheliegende ausschließen. Von daher würde ich der Empfehlung der Kollegin folgen und sie zum Röntgen schicken. Du kannst natürlich auch eine andere Radiologie aufsuchen. Allerdings wäre das lächerlich. Herr von Hatzfeld hat einen ausgezeichneten Ruf. Natürlich. Also? Komm. Okay. Ja, kommen Sie rein. Frau Mattes. Guten Morgen, Frau Ebert. Bitte setzen Sie sich. Ja. Sie kommen zur Vorsorgeuntersuchung. Haben Sie irgendwelche Beschwerden? Naja, das letzte Mal hatte ich meine Tage über 2 Wochen lang und jetzt bin ich eine Woche drüber. Hm. Haben Sie irgendwelche Schmerzen oder ist Ihnen übel? Nicht wirklich. Aber ich glaube, ich bilde mir so ein leichtes Ziehen im Bauch ein. Okay. Ich gucke mir gleich die Eierstöcke und die Gebärmutter im Ultraschall an. Aber vorher machen wir einen Schwangerschaftstest. Bin ich dafür nicht zu alt? Also, wenn Ihre Eierstöcke normal aktiv sind, ist das eigentlich kein Problem. Sollte ich tatsächlich schwanger sein, reden wir dann von einer Risikoschwangerschaft? Ich benutze dieses Wort nicht so gerne. Aber ja, bei Frauen über 38 besteht ein höheres Risiko für bestimmte Komplikationen. Jetzt machen wir erstmal den Test und dann wissen wir mehr. Ohne Befund. Überbringen Sie gute Nachrichten immer so emotionsfrei oder liegt es an mir? Soll ich Ihnen ein Ständchen singen oder wie hatten Sie sich das vorgestellt? Alles OB, sagt Dr. von uns zu.
Die seitliche Röntgenaufnahme des Halses bei maximaler Hyperextension und Inspirationsstellung hat kein herzförmig aufgelockertes prävertebrales Bindegewebe, keine Aufhebung der normalen Halswirbelsäulen, Lordose und auch keine Erosion des angrenzenden Wirbelkörpers gezeigt. Warum sagen Sie das nicht gleich? Weil ich davon ausgegangen bin, dass Sie das verstehen, Herr Pankow. Wir müssen noch zur Blutabnahme. Wir müssen schließlich wissen, ob die Entzündungsparameter erhöht sind. Das wird bei seinen Rollwehen sicherlich kein Vergnügen. Sehr hilfreich, Timo. Kommst du? Also der Test ist negativ ausgefallen. Es wäre wohl auch ein bisschen früh gewesen. Wir kennen uns ja erst so kurz. Trotzdem ein ganz schönes Wechselbad. Ist denn sonst alles in Ordnung? Ja, bis auf die Zyste an Ihrem linken Eierstock. Sind Zysten eigentlich gefährlich? Nein, normalerweise verschwinden die ganz von alleine wieder und man wartet einfach ab. In Ihrem Fall ist die Zyste schon etwas größer und deswegen würde ich Ihnen gerne ein Gelbkörperhormon verschreiben, damit die Zurückbildung schneller geht. Hormone? Es sind die gleichen wie bei der Pille. Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf natürlichem Weg noch schwanger werde? Die sinkt mit zunehmendem Alter. Im Moment liegt sie bei ca. 10%. Das ist nicht besonders hoch. Weil nicht mehr bei jedem Zyklus ein Eisprung stattfindet, aber eigentlich brauchen Sie davon ja auch nicht Hunderte, sondern bloß einen. Das klingt schon viel besser. Im Moment verhüten Sie aber bitte sehr gut, ja? Und ich möchte Sie in einer Woche wieder zur Kontrolluntersuchung sehen. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht hätten Sie doch einfach ein paar Dankeschön-Pralinen getan. Mama liebt Schokolade. Faul und Inspiration 2. Bist du sicher, dass du so rüberkommen willst? Also ich auf keinen Fall. Hm. Was ist passiert? Wir wollten uns einfach mal bei dir bedanken. Ja, dafür, dass du dich so gut um uns und den Haushalt und so gekümmert hast. Und dafür bekommst du einen Gutschein und jeder von uns übernimmt einmal Wäsche waschen und Fenster putzen oder so von dir. Und eine Blume. Super. Ihr seid echt toll. Dankeschön. Ihr seid die besten Kinder der Welt. Ja, okay. Vielleicht war es doch nicht so eine schlechte Idee. Na also. Ich habe Sekt kalt gestellt. Feiern wir rein? Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich müde. Wollen wir nicht lieber morgen Abend essen gehen? Ja, klar, klar. Wie immer du willst, ist ja dein Geburtstag. Und du bist nicht enttäuscht? Nein, überhaupt nicht. Ich kann derweil die Geschenke aufbauen und du legst dich auf die Couch. Ist alles okay? Frau Ewald sagt, dass solche Zysten nicht gefährlich sind und sie kontrolliert ja, ob alles okay ist. Ja, aber du machst dir trotzdem Sorgen, ne? Macht man sich doch immer, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja, klar. Ich bin bei dir. Ich kümmere mich um dich. Du bist nicht allein. Das ist schön. Habe ich die letzten Jahre vermisst. Hier ist Lotte so alt wie Finn jetzt gerade. Sag mal, kannst du dir vorstellen? Nee, kann ich nicht. Tanja, wenn wir uns früher kennengelernt hätten, dann wäre das alles vielleicht gar kein Thema, aber haben wir eben nicht. Also du willst ganz sicher nicht noch ein Kind? Und jetzt habe ich zwei ganz bezaubernde Beutetöchter. Ich meine, mehr Glück geht doch nicht. Vielleicht doch. Nur weil du jetzt Finn gerade vermisst. Ja,
bitte meinen Wunsch nicht runter. Ein Wunsch? Ist es jetzt schon ein Wunsch? Eben war es noch eine Idee. Christian. Nee, nicht Christian. Du kommst mit einem Riesenthema und ich darf mich nicht äußern, oder wie? Natürlich darfst du dich äußern, das habe ich jetzt... Das Gefühl habe ich aber nicht. Meine Ehe mit Holger war ja nicht so... Was hatte jetzt dein Ex damit zu tun? Hätte ich dir gesagt, hättest du mich nicht unterbrochen. Ich habe dich nicht unterbrochen, doch, da fang ich mit deinem Ex an. Es ist lange her. Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass meine Ehe nicht gut war, jetzt aber alles sehr, sehr schön ist. Ja schön, dann genieß es doch einfach mal. Mach's nicht kaputt mit irgendwelchen Wünschen. Wann fängt das Spiel eigentlich an? Um 8:30. Aber wir müssen uns ja noch warm machen. Hast du den Blutzucker gemessen? Klar. Und Müsli-Riegel habe ich auch dabei. Ja. Gut. Morgen. Ich finde wirklich, dass ich meine eigene Meinung dazu haben kann. Natürlich. Das Einzige, was ich gesagt habe, ein gemeinsames Kind würde uns... Kriegst du ein Baby, Tanja? Rosalie. Echt jetzt? Ich bin nicht schwanger. Aber ihr wollt noch eins. Noch eins? Die Bude ist doch schon voll. Darf man schon gratulieren? Ach, toll, Weltklasse, wirklich. Christian, jetzt warte mal. Guten Appetit. Guten Appetit. Was isst du? Was ist denn bei euch los? Mensch, Tanja will auf einmal noch ein Kind. Ja, und was ist das Problem? Ich will keins. Warum nicht? Warum? Weil wir in unterschiedlichen Lebenssituationen sind. Außerdem habe ich schon 4. Ja, aber da kann ja Tanja nichts für. Ja, das weiß ich auch. Das Problem ist, sie will was, was ich nicht will. Und das ist doch das Dilemma. Ja, gut. Und was ist jetzt die Lösung? Ich weiß es nicht. Im Moment sehe ich keine. Und? Tada! Die Überraschung ist wirklich groß. Ja, du hast doch gesagt, du willst mehr Sport machen, aber hast keine Zeit, dahin zu gehen. Da dachte ich bringe den Spaß zu dir. Ist das nicht eher was für Kinder? Ja, schon, aber ist total anstrengend. Oh, das macht Spaß! Das hab ich doch gesagt! Was ist? Tierische Schmerzen. Ganz plötzlich beim letzten Sprung eben. Geht's? Nee. Kannst du mich zu Frau Ewald fahren? Ja. Ja. Entschuldigung, haben Sie mal einen Moment? Sie sind das. Ja klar, bitte. Cool. Setzen Sie sich. Also ich brauche mal ein Rad. Okay. Also es ist so, ich behandle gerade meinen Ex-Freund. Wir waren an der Uni in Rostock zusammen und jetzt ist er hier und er flirtet mit mir. Und jetzt wissen Sie nicht, wie Sie damit umgehen sollen? Medizinisch schon, aber... Es sind noch Gefühle im Spiel. Ich dachte, ich bin endlich drüber weg. David ist ein totaler Egoist, aber... Dann kann er auch wieder so charmant sein. Wie lange waren Sie denn zusammen? 3 Jahre mit Unterbrechung. Es war bei uns immer total kompliziert. Auch ansonsten harmonische Beziehungen können manchmal kompliziert sein. David war immer ziemlich eifersüchtig und ein totaler Kontrollfreak. Aber jetzt hat er sich vielleicht geändert. Sie sind jung. Sie sind Single. Sie haben keine Kinder. Probieren Sie es aus. Ich hatte eigentlich gehofft, Sie reden mir das aus. Ach so, soll ich? Ja. Nein, ich weiß gar nicht mehr, was ich will. Sie schaffen das schon. Danke. Danke. Viel Glück. Ja. Ja? Christian, ich muss dir was sagen. Okay. Ich habe die Pille nicht genommen. Was? Ja, ich habe sogar vergessen, ein Rezept zu bestellen. Ich weiß auch nicht, vielleicht diese Umstellung, weil Finn da war. Tanja, mit sowas macht mir keinen Spaß.
Es tut mir leid. Christian. Frau Ewald? Ja? Im Notfall. Westendorf, kommen Sie herein, bitte. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, ich erkläre Ihnen sofort, was los ist. Nora, wir brauchen ein RTW, bitte. Sofort, ja. Also. Einer Ihrer Eierstöcke hat sich verdreht. Und Sie müssen sofort operiert werden. Wieso verdreht? Wegen der Zyste? Ich gehe davon aus, dass das was damit zu tun hat, ja. Aber wie kann sowas passieren? Wenn es schon Probleme an einem Eierstock gibt, dann kann eine abrupte oder ungewöhnliche Bewegung wie Trampolinspringen eine solche Verdrehung auslösen. Das Problem ist jetzt, dass die Gefahr besteht, dass die Zyste platzt. Es ist ein kleiner Eingriff, aber er muss sofort gemacht werden. Okay? Zunehmende Abwehrspannung. Ich habe Tramadol gegeben. Welche Woche? Keine Schwangerschaft, nicht aufgelöste Zyste im linken Oviduct. Karin Mattes, 42. Frau Mattes, ich bin Dr. Sandmann. Wir machen jetzt ein MRT und dann schauen wir uns an, was mit Ihrem Bauch los ist, okay? Ist meine Zyste unterwegs geplatzt? Ja, das ist gut möglich. Bleiben Sie ganz ruhig, wir kümmern uns jetzt um Sie, okay? Also laut der Röntgenaufnahmen können wir eine zervikale Osteomyelitis ausschließen. Und wenn ich mich beim Training doch unglücklich verdreht habe, die Kopfschmerzen sind heute stärker. Darf ich mal? Mhm. Tut es weh? Nicht wirklich. Bewegen Sie mal den Kopf. Jetzt tut es weh. Okay. Ihre Hände sind ganz kalt. Haben Sie das öfter? Ich glaube nicht, aber ich bin auch nervös. Sind Sie lichtempfindlich? Vermuten Sie eine Hirnhautentzündung? Bist du müder als sonst? Schon. Und ich bin nicht geimpft. Meningitis ist gefährlich. Ja, wir sollten Sie auf jeden Fall in die Klinik überweisen und eine Liquorentnahme machen. Der Patient will aber ein MRT vom Kopf und wir könnten es jetzt machen, bevor er zur Lumbalpunktion fährt. Sie denken an eine Meningitis? Wir wissen doch beide, dass es sich bei David Symptomen auch um einen Hirntumor handeln könnte. Lassen Sie sich von persönlichen Gefühlen leiten? Was ist los mit Ihnen, Frau Thelen? Haben Sie Angst um Ihren Ex-Freund? Ich hab ihm nicht mal gesagt, dass wir beide nicht verlobt sind. Natürlich mache ich mir irgendwo Sorgen. Das ist doch jetzt aber gerade auch völlig egal. Nein, das ist es nicht. Wenn Sie das Persönliche nicht außen vor lassen können, dann müssen Sie den Fall abgeben. Weil Sie eifersüchtig sind, weil ich meinen Ex-Freund behandle? Das ist doch Quatsch! Oder zumindest ein Hauch von Sensibilität. Aber vor allen Dingen braucht man überhaupt Gefühle. Da sehe ich ganz anders. Können Sie nicht anklopfen? Das haben Sie wohl überhört bei Ihrem elaborierten Vortrag. Vater? Was um alles in der Welt machst du hier? Timotheus, erstmal guten Tag. Gestatten, von Hartsfeld, Senior. Ja. Mhm. Sehr ansprechend, deine Caroline. Entschuldigung, ich kann Sie hören. Da bin ich ja beruhigt. Ich habe schon befürchtet, Sie haben eine Hörbehinderung. Das fände ich außerordentlich kritisch für den Genpool, der von Hartsfeld. Da wundert mich jetzt nichts mehr. Bei dem Vater. Also, Timotheus, wenn ich das richtig verstanden habe gerade, dann hat er deine Verlobte vorgeworfen, dass du nicht genug Gefühle investierst in eure Beziehung. Nein, 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 nein. Ihr seid auf dem völlig falschen Fuß gestartet, Vater. Deine Mutter war sehr glücklich über die Nachricht, dass du endlich eine Frau gefunden hast. Ich möchte ihr nur sehr ungern etwas Negatives berichten müssen. Du siehst irgendwie anders aus. Du trägst die Haare anders. Machen wir der jungen Dame klar, dass eine gute Ehe nicht auf Gefühlsduselei basiert. Wir? Ganz sicher nicht. Also deine Reaktion auf das Teeservice deiner Mutter, mein Sohn, die fand ich sehr merkwürdig. Deshalb bin ich hier. Erklärung? Du hättest doch anrufen können. Ich wollte nicht abgewimmelt werden und wie ich sehe, lag ich ja damit auch goldrichtig. Du bist unsicher, mein Sohn, ob du uns die Dame als zukünftige Frau von Hartsfeld präsentieren kannst. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich habe zu tun. Wir gehen heute Abend essen, zu dritt. Was, das geht nicht so einfach, das muss ich besprechen. Bis heute Abend. Thank you.
Dr. von Hatzfeld sagt, er untersucht deinen Kopf, wenn feststeht, dass es keine Meningitis ist. Und ich finde, er hat recht, David. Tut mir leid, dass ich ihn so angegangen bin. Das ist bestimmt ein guter Analytiker. Das ist er. Ich verstehe, dass sich das beeindruckt. David, es ist im Moment nicht so ganz einfach. Du musst mir deine Beziehungsprobleme nicht erzählen. Würdest du mitkommen in die Klinik? Komm mal her. Natürlich komme ich mit. Ich hoffe, Frau Schubert kann den Eierstock rein. Sie ist unsere erfahrenste Gynäkologin, aber erstmal muss die Blutung gestoppt werden. Vielleicht wäre Frau Mattes doch besser direkt ins Krankenhaus gefahren. Hm? Ich glaube, manchmal die Patienten kommen lieber erstmal in die Praxis, weil sie hoffen, dann wird es schon nicht so schlimm werden. Das kann ja sein, aber bei ihr war es jetzt wirklich knapp. Ja. Ich habe eine Karte von Finn bekommen. Ach, wir auch. Er hat ein Bild von uns angemalt. Ja, bei uns waren Rosalie, er und ich drauf. Und ein paar handgeschriebene Zeilen von Miriam. Aha, da strahlt aber jemand. Ja, ich glaube, ich bin dabei, mich ganz schrecklich in sie zu verlieben. Als sie Finn abgeholt hat, da hätte ich sie fast gefragt, ob ich sie nicht in der Reha besuchen darf. Hat man gemerkt. Entschuldigung, wie lange dauert denn das noch? Ich will einfach gern mal wissen, was los ist. Ich will Ihnen nichts vormachen. Wahrscheinlich ist die Zyste im Krankenwagen geplatzt. Und wenn Flüssigkeit in den Bauchraum gelangt, dann ist das sehr gefährlich. Haben Sie einen Augenblick? Lauern Sie mir auf? Nein, es geht um meinen Vater. Wie hat er aufgenommen, dass es überhaupt keine Verlobung gibt? Sie haben es ihm noch nicht gesagt. Es ging nicht. Wie oft sollen wir bei der Aufführung dieses Theaters denn eigentlich noch scheitern? Hören Sie, ich weiß, dass mir diese ganze Lüge irgendwann um die Ohren fliegt. Aber das Verhältnis zwischen mir und meinen Eltern, das ist nicht gerade einfach. Das habe ich mir schon gedacht. Also gut. Vor 4 Jahren hat mich mein Vater enterbt. Er wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Er war der Meinung, dass ich beruflich komplett versagt hätte. Und Ihre Mutter? Die hat schon immer zu ihm gehalten. Vor 2 Jahren ist er dann plötzlich sehr krank geworden. Ich konnte ihm helfen und seitdem stehe ich wieder im Testament. Ende der Geschichte. Liebe spielt in dieser Story keine Rolle, oder? Verschonen Sie mich mit Ihrem Mitleid. Okay. Sie haben mir noch gar nicht verraten, wieso Sie mich hier abgepasst haben. Ja, mein Vater hat uns zum Essen eingeladen, auf seine Art. Bitte. Hey. Ich hatte solche Angst. Wir saßen gerade in Portugal am Strand. Okay. Wie geht's dir denn? Müde. Der Eingriff hat wohl länger gedauert. Ruh dich einfach aus. Ich setze mich hier hin und wir sprechen später, okay? Mhm. Ich glaube einfach, Tanja hat sich total verrannt. Klar, Finn fehlt uns allen. Ich meine, das spüre ich auch, aber... Sag mal, du möchtest doch auch, dass sie glücklich ist, oder? Das ist für eine Frage, natürlich. Aber was heißt das im Umkehrschluss? Ist die Beziehung vorbei, nur weil sie auf ein Kind beharrt? Ja, ja, ja. Wenn du weiter so stur bist, ja. Die hat vergessen, die Pille zu nehmen. Das ist doch ein Witz. Naja, ich meine, wenn das wirklich Absicht war, dann ist das unfair, da gebe ich dir recht. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Das ist ein totaler Vertrauensbruch. Sie tut so, als würde ich sie nicht lieben, nur weil ich kein Kind will. Hey. Kann das sein, dass das stimmt? Warum fällt es dir so schwer, ihr diesen Wunsch zu erfüllen? Weil es nicht ums Wünschen geht. Ja.
Nichts ist schöner als ein Haus voller Kinder, die sich nicht streiten. Tanja, komm her. Oh. Oh. Seit wann besteht denn die Verlobung? Das ist ganz frisch. Das hoffe ich doch. Deine Mutter wäre sehr verletzt, wenn sie es nicht sofort erfahren hätte. Timo hat mir den Antrag vor 2 Tagen gemacht. Wir haben gestritten, weil ich ihn nicht romantisch genug fand. Ich konnte nicht warten und war nicht vorbereitet. Aber wir machen noch eine kleine Feier. Frau Dr. Thiel, die von Hatzfeld blicken auf einen traditionsreichen Stammbaum zurück. Ja, das ist meiner Familie sehr wichtig, Liebling. Aber du wirst dich dran gewöhnen. Mhm. Welches Instrument spielen Sie denn? Klavier, Violine? Gitarre. Gitarre. Also, Timotheus, du bist ja nun auch nicht mehr der Allerjüngste. Vater, bitte. Ich schätze es natürlich, dass die von Hatzfeld-Linie fortgesetzt wird. Und wenn die Kinder erstmal da sind, bleiben sie ja sowieso zu Hause. Dann können sie die Zeit nutzen, zu lernen, sich auf dem gesellschaftlichen Parkett sicher zu bewegen. Das Thema haben wir schon besprochen. Timo geht in Elternzeit. Nicht wahr? Ja, Caroline hat mit 17 schon ihr Abitur gemacht und war die Jüngste im Jahrgang in der Uni. Ja, der Nachteil ist, dass die Patienten einen immer mal wieder fragen, wann denn jetzt der Arzt kommt. Naja, Sie sind ja in der Tat sehr jung für eine Ärztin. Es gibt aber auch Vorteile. Solche Situationen machen einen hellwach und ist permanent im Kampfmodus. Das erinnert mich an meine diplomatische Laufbahn. Dem Gegner immer einen Schritt voraus. Sie sind schlagfertig, Frau Doktor. Hm? Intelligent. Kaum verprobt. Deine Wahl ist gar nicht so übel, Timotheus. Mein Garderobe und Manieren kann man dir noch feilen. Also bitte, jetzt reicht's ja. Hör auf, so mit ihr zu reden. Frau Thielen ist integer, loyal und wissenschaftlich immer auf dem neuesten Stand. Sie verteidigt ihre Meinung gegen jeden, sogar gegen mich. Timo, das ist nicht nötig. Doch, das ist es. Wenn ihr nicht ständig so einen Druck machen würdet, ja, dann wären wir jetzt gar nicht in so einer Situation. Und nur damit du es weißt, wir sind nicht verlobt. Wir sind lediglich Kollegen. So. Jetzt ist es raus. Was für eine Posse. Ich habe gerade gedacht, seine Mutter würde sie mögen. Das war noch nicht alles, ja. Euer mystisches japanisches Teeservice. Ich hab's fallen lassen. Es ist kaputt. Nein, das stimmt nicht. Ich hab's kaputt gemacht. Sie wissen ja, meine Manieren lassen zu wünschen übrig. Wer sich hier aber tatsächlich die ganze Zeit daneben benimmt, das sind doch eigentlich Sie, Herr von Hatzfeld. Ihr Sohn hat zwar den nötigen Respekt und den Anstand, sich das Ganze gefallen zu lassen, aber das macht's ehrlich gesagt auch nicht besser. Und wenn Sie mich fragen, Sie haben Ihren Sohn gar nicht verdient. Ja. Jetzt wissen Sie ja Bescheid. Schönen Abend noch. Zack, 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 zack! Wenn es dir nicht gut geht, dann ab nach Hause, Darling. Mein Kopf dröhnt wirklich ganz schön. Was hat denn deine Ärztin gesagt? Ich finde nicht raus, was mit mir los ist. Na, ein Grund mehr, sich hinzulegen, oder? Vielleicht hast du recht. Dank dir. Jetzt schlägt ihr mal an, Jungs! Abendbrot ist gleich fertig. Die Kinder laufen zur Höchstform auf. Hey. Ich habe mit Bernd gesprochen. Und mit Michael. Und ich habe auch drüber nachgedacht, was du gesagt hast. Ich habe meine Meinung nicht geändert.
Vielleicht. Und vielleicht kannst du ja noch mal in dich gehen und überprüfen, ob ein Kind wirklich das ist, was du willst, oder ob es nicht vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt für unsere Zukunft. Ja, mach ich. Mann, David, erschreck mich nicht. Sorry, Carol. Warum bist du so drauf? Hast du keine Schmerzen? Schmerzmittel hörten. Du hast es mir versprochen. Ach, jetzt hab dich nicht so. Was ist denn los? Streit mit dem Schnösel gehabt? Da läuft nichts. Er hat Schluss gemacht? So ähnlich. Lust auf einen Drink? Du solltest keinen Alkohol trinken, vor allen Dingen nicht, wenn du gerade was genommen hast. Ach komm schon, Medikamente sind dazu da, um genutzt zu werden. Ich bin schmerzfrei. Und fit für einen Arm mit der wunderbarsten Frau der Welt. Was hast du genau genommen? Oxycodon? Irgendwann brauchst du eine Ehefrau. Oder willst du vielleicht enden wie dein Onkel Wolfram? Als einsamer Eigenbrötler? Können wir das vielleicht mit etwas weniger Pathos besprechen? Ich versuchte nur, dir klarzumachen, dass heiraten eine gute Sache ist. Deine Mutter und ich sind sehr zufrieden. Ja, das ist genau das Problem. Ich will mehr als das. Liebe. Ja, ganz genau. Na, dann hast du aber eben einen unglaublich dämlichen Fehler gemacht. Du hättest sie nicht gehen lassen sollen. Sie hat Gefühle für dich, merkst du das nicht? Wenn du unbedingt in dein Unglück rennen willst, mein Junge, dann heirate sie. Ich ruf dich an. Unkes Mutter. Was ist los? Kannst du übernehmen? Ja. Atemstillstand nach Oxycodon-Einnahme. Okay, wir übernehmen Beatmungsbeutel. Okay. Sind Sie Ärztin? Ich bin Frau Dr. Thelen, das ist Herr Dr. von Hatzfeld und der Mann ist Patient in unserer Praxis. Intubation vorbereiten, Zugang legen. Ich warte. Was sind Sie eigentlich hier? Ich wollte mich für meinen Vater entschuldigen. Es tut mir leid, der ganze Aufriss. Die Verlobung war doch eigentlich meine Idee. Ja, es klang ja am Anfang auch ganz plausibel, aber bei näherer Betrachtung war die Idee leider schwachsinnig. Also, ihr wollt sicher ins Krankenhaus, ja. Dann geh ich mal. Tja, Herr Pankow. Hey. Guten Abend. Sie können froh sein, dass jemand in der Nähe war, der geistesgegenwärtig und kompetent gehandelt hat. Danke, du hast mir das Leben gerettet. Es wäre mir lieber gewesen, es wäre nicht nötig gewesen. Oxycodon kann schwere Nebenwirkungen haben. Wer weiß das? Er ist Arzt. Ich hatte starke Schmerzen. Gut, dann werde ich das jetzt mal nicht weiter kommentieren. Jedenfalls werden wir Sie über Nacht hier behalten zur Überwachung. Oh, das muss dann nun wirklich nicht sein. Ich nehme ja keine Tabletten mehr. Keine Widerrede. Es reicht schon, dass du das Zeug genommen hast. Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme und als Ihr behandelnder Arzt muss ich leider darauf bestehen. Du bist echt ein Idiot. Denkst ernsthaft noch über Kinder nach? Das, was mir passiert ist, hat mich sehr nachdenklich gemacht. Thorsten,
der Mann, auf den ich immer gewartet habe. Du weißt, wie sehr ich mich über ein gemeinsames Kind freuen würde. Hallo. Wie geht's Ihnen heute, Frau Mattes? Viel besser. Gut. Frau Dr. Schubert musste gestern eine Salpingo-Ovarektomie vornehmen. Das heißt, der Eileiter ist samt Eierstock entfernt worden. Ich weiß. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, noch Kinder zu bekommen, weiter. Ja. Aber ich würde vorschlagen, Sie erholen sich jetzt erstmal. Das wird ein paar Wochen dauern. Und dann versuchen Sie es einfach. Und wenn Sie nicht schwanger werden, dann kommen Sie zu mir und wir besprechen die Alternative. Danke, Frau Ewald. Danke. Für alles. Machen Sie es gut. Eigenmedikation war noch nie eine gute Idee. Und das sollten Sie eigentlich aus dem Studium wissen. Ja, natürlich. Aber als Arzt denkt man, dass man damit umgehen kann. Hm. Dann sollten Sie auch wissen, dass Oxycodon zu den Opioiden zählt und hochgradig abhängig macht. Aber die Schmerzen sind mittlerweile unerträglich. Es soll jetzt keine Entschuldigung sein, nur eine Erklärung. Das hättest du uns doch sagen müssen, dann hätten wir eine Lösung gefunden. Gibt's die? Oder muss ich jetzt damit leben? Wie auch immer, die Lumbalpunktion hat keinerlei Hinweise auf eine Meningitis oder Ähnliches ergeben. Ich schlage ein CT des HWS-Bereichs vor. Irgendwo da wird das Problem liegen. Sollten wir nicht eher auf den Kopf gehen? Den Kopfbereich, den machen wir bei der Gelegenheit doch sowieso mit. Nee, im Weichgewebe ist eine Schwellung, die da nicht hingehört. Sowas kann man auf dem Röntgenbild nicht erkennen. Die Schwellung liegt direkt vor einem Wirbel und darin können sich Kalkablagerungen befinden. Ein Tumor. Nicht zwingend. Ich schlage ein MRT vor. Einverstanden. Gut. Danke, dass Sie Caroline geholfen haben. Sie hat erzählt, Sie haben in den entscheidenden Minuten eine Herzdruckmassage gemacht. Ich bin Arzt, das gehört zu meinen Aufgaben. Sie mögen mich nicht. Das ist in einer solchen Situation völlig irrelevant. Stimmt. Ja? Das MRT hat meine Vermutung bestätigt. Ablagerungen am linken Langhalsmuskel im oberen Bereich. Tendinitis calcareatus musculus longus coli. Mit sowas hatte ich vorher noch nie zu tun. Ein extrem seltenes Krankheitsbild. Man geht von degenerativen und hypoxischen Veränderungen im Bereich des Sehnenansatzes aus. Eine Entzündung, aber man weiß noch nicht so genau, wie sie entsteht. Aber wir wissen, wie wir sie behandeln können. Die beste Nachricht des Tages. Dann lasse ich sie mal alleine. Also, setz dich. Keine operative Exploration. Du vermeidest Kopfbewegungen, die schmerzhaft sein könnten, solange bis wir die Entzündung im Griff haben. Und ich schlage Naproxen vor. Hochdosiert. Dein Arzt ist ein guter Diagnostiker. Ja, das ist er. Ihr habt keine Chance mehr, oder? Dann muss ich das wohl so akzeptieren. Danke an euch alle, dass ihr nicht aufgegeben habt. Hallo. Ich habe gehört, Sie und Frau Dr. Thielen haben dem jungen Mann gestern das Leben gerettet. Da haben Sie richtig gehört. Und was genau haben Sie bei ihr zu Hause gemacht? Ist es das, wonach es aussieht? Jetzt seien Sie mal nicht so neugierig, Nora, ja? Ich war mit meinem Vater essen und bin da rein zufällig vorbeigekommen. Zufällig. Genauso zufällig wie die Anwesenheit Ihres Vaters. Kann es sein, dass er Frau Dr. Thielen kennenlernen wollte? Ach, können wir bitte das Thema wechseln? Nö, eigentlich nicht. Kommen Sie, Timo. Da ist nichts. Für nichts eiern Sie aber ganz schön rum. Nora, noch mal ganz langsam zum Mitschreiben, ja? Zwischen mir und Frau Thielen war nichts, ist nichts und wird auch nie was sein. Das bilden Sie sich alles nur ein. Zieht euch warm an, ich gehe zählen. 1, 2, 3, 4, Action!
sein. Alles muss versteckt sein. Hinter mir, vor mir, neben mir, über mir, unter mir. Das gibt es nicht. Ich komme. Nein, ich bin definitiv nicht schwanger. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist gut, dass du so eine klare Haltung hast und nicht einknickst. Nur um es mir recht zu machen. Und das Dritte, mir fehlt wirklich was. Aber es muss nicht unbedingt ein Kind sein. Genau. Wie jetzt? Also kriegen wir doch kein Geschwisterchen oder was? Nein, kriegt ihr nicht. Ich schreibe stattdessen meine Doktorarbeit. Was? Jetzt ernsthaft? Quatsch. Oh Mann, Lotte, ich hatte so ein gutes Versteck. Inge hätte mich nie gefunden. Ach, halt. Ach, wieso ein Quatsch? Neue Runde. Wer fängt? Ich nicht. Nein! Du warst die Letzte, du musst. Du musst. Ja.